Es ist Sommer in Berlin und das ist immer Zeit für Festivals. So auch heute bei Kultur und Straße, dem Festival, was das Pan-Kollektiv heute im Humboldt-Hain-Club veranstaltet. Neben mir ist jetzt Floss. Du trittst Hallo. Nämlich hier auf und wirst uns deine Popkünste zum Besten geben. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich freue mich auch sehr. Hast du schon ein bisschen was mitbekommen vom Festival bisher? Ja, ich war schon draußen so ein bisschen, als es losging. Wir hatten ganz früh Soundcheck und die Atmosphäre war einfach so schön. Es ist so ein schöner Sommertag. Vorhin gab es so einen kleinen Schauer, aber den fand ich eigentlich auch ganz gemütlich. Oder? Ja. Und genau, ist sehr sweet hier, wie auf dem Festival. Perfekt, so muss das sein. Es ist ja so, dass das Festival heute vom Pan-Kollektiv veranstaltet ist und auch vor allem von und für und mit Menschen, die in der Wohnungslosigkeit leben. Du sagst über dich selber, du bist feministische Popsängerin, ist das richtig? Ja, Feminist Fantasy Pop. Ja, perfekt. warum bist du denn hier? Also was hat das für einen Bezug? Warum ausgerechnet hier heute? Ich bin schon letztes Jahr auf dieses Festival aufmerksam geworden und letztes Jahr hat es irgendwie nicht geklappt, aber darum wollte ich unbedingt hier spielen, weil es auch für mich ein wichtiges Thema ist, darauf aufmerksam zu machen. Und als Person, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und die irgendwie eine Stimme hat, politisch aktiv zu sein und das in die Welt zu tragen und das zu supporten. Cool, richtig, richtig gut. Da denke ich auch gerade noch daran, wir hatten vorhin schon ein Interview mit dem Duschmobil, haben wir das geführt, das explizit für Frauen einen Duschplatz oder einen Ort bietet, wo Menschen eben unterkommen können, wo sie einen kurzfristigen Schutzraum bekommen, wo sie duschen und andere Hygienemaßnahmen machen können. Und da hat eine Ehrenamtliche gesagt, dass sie eben über Ali Neumann, auch eine Popsängerin, Rapperin, ja, irgendwie so, aufmerksam geworden ist. Welche Verantwortung siehst du da bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, für das Thema zu sensibilisieren? Also ich finde, Kunst muss für mich immer auf eine Weise politisch sein. Es gibt jetzt nichts Unpolitisches in der Kunst, weil dann ist man halt unpolitisch und dann hat man keine Meinung und hat halt nichts zu sagen und das bedeutet dann immer eher das Gegenteil und das ist nicht so gut. Genau, darum finde ich es super wichtig, dass man die eigene Stimme nutzt, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Ja, du hast auch schon gesagt, dass du feministisch unterwegs bist. Warum ist es für dich so wichtig, in dem bestehenden System, in dem bestehenden Patriarchat, in dem wir leben, so deine Stimme zu ergreifen und outzustanden? So? Ich finde... Ja, genau, weil dieses System existiert, muss man quasi eine kleine Utopie schaffen, um zu zeigen, wie es sein könnte, weil sonst kann man auch überhaupt nicht optimistisch sein. Also jetzt finde ich, gibt es so ein paar Dominosteine, die irgendwie so fallen, was sehr gut ist, so die ganze MeToo-Bewegung und das merkt man ja auch im Moment gerade sehr, dass es da Aufschreie gibt mit Sachen, die schon immer so waren, die aber nicht okay sind und das einfach weiter voranzutreiben, ist so eine meiner größten Motivationen auf jeden Fall. Also die Gleichberechtigung die Gleichberechtigung von Flinterpersonen und Feminismus. Ja. Mhm. Und wir haben über das Duschmobil gesprochen. Welche Räume spielen da so Schutzräume auch innerhalb von feministischen Bewegungen oder auch feministischer Kulturbranche? Das finde ich sehr wichtig. Also dieses Duschmobil, da muss ich auch sofort dran denken, wenn ich letztes Jahr auf der Fusion war und da gibt es dann auch Toiletten nur für Flinterpersonen, dann fühlt man sich sofort viel sicherer, weil man weiß, okay, das ist ein Schutzraum, da kann einem nichts passieren. Oder jetzt Anfang des Jahres zum Weltfrauentag war ich auf dem Frauenkonzert von KIZ und das war so eine einzigartiges Erlebnis, weil man hat so durch die Crowd geguckt und dachte so, okay, das ist jetzt gerade ein Schutzraum, hier sind keine Typen, die einen belästigen können und man kann einfach frei sein und das hatte ich in der Form so noch nie so krass realisiert, weil man dann auch denkt, okay, das sind so viele Frauen oder Flinterpersonen gerade da
Und die, jede Person fühlt das vielleicht auch gerade und merkt, dass, ja, dass das wichtig ist und genau. Danke dir. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du schon ein bisschen durch die Welt gekommen bist, irgendwie schon in Paris und in L.A. warst. Aber lass uns gerne mal darüber sprechen, wie du jetzt in Berlin gelandet bist. Ja, irgendwie hat Berlin meinen Namen so gerufen. Also genau, ich war in Paris davor, habe in der Mode gearbeitet und dann war es für mich irgendwie Zeit, zurück nach Deutschland zu kommen. Und ich konnte mir in dem Moment keine andere Stadt vorstellen als Berlin. Und nimmst du Berlin als eine politische Stadt wahr und was macht das für dich aus, hier zu wirken quasi? Ja, also Berlin hat ja so eine krasse Geschichte. Allein das spürt man voll, finde ich. Und ja, es ist eine politische Stadt, würde ich so sagen. Und wenn wir auf die Kulturbranche von Berlin blicken, was würdest du dir da wünschen, jetzt aus deiner Perspektive als ja, Künstlerin, aber auch als politische, feministische Person? Von der Kulturbranche würde ich mir auf jeden Fall mehr Flinterpersonen auf allen Lineups wünschen. Das ist eigentlich der größte Wunsch. Mhm. Und ein großes Problem, wenn wir jetzt über, ja, im Kontext dieses Festivals darüber sprechen, dass eben die Zugänge schwierig sind, ist ja, dass es so immer noch so starke Barrieren gibt insgesamt in der Musik- und in der Kulturbranche. Hast du da Gedanken zu, wie die abgebaut werden können? Also ich hatte letztes Jahr das Glück, einen Flinter-Newcomer-Wettbewerb zu gewinnen. Aber ich finde es immer dann irgendwie schwierig, wenn es diese Newcomer-Wettbewerbe gibt und das fühlt sich dann manchmal so ein bisschen an wie Tokenism. Mhm. Also, dass man denkt, okay, wir sind ein Festival, unser Line-Up ist sehr männlich, cis-männlich, weiß geprägt, aber wir machen einen Newcomer-Wettbewerb und um zu sagen, guck mal, wir machen auch was, aber für mich war es dann am Ende eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil ich durfte beim Lollapalooza spielen und habe da erst gemerkt, wie wichtig es wirklich ist, Flinterpersonen zu buchen. Weil es geht nicht nur um diesen Slot zu haben und auf seiner Artist-Vita zu schreiben zu können, guck mal, ich habe auf diesem krassen Festival gespielt, sondern auch um alles darum rum. Also man ist dann Backstage, man kann Leute kennenlernen, da werden gefühlt Deals geschlossen und wenn da in der Vergangenheit nur Männer waren, dann kann's ja, können ja nicht irgendwelche Deals mit Frauen geschlossen werden oder Connections geschlossen werden. Darum habe ich da gemerkt, okay, Leute, bucht einfach Flinterpersonen. Was würdest du sagen, wer ist außer Flinterpersonen in der Musikbranche noch unterrepräsentiert? Auf jeden Fall POCs, also in Deutschland vor allem auch. Ja. Hast du den Eindruck, dass genug dafür getan wird, jetzt auch aus den, also von den Personen, die maßgeblich Musik- und Kulturbranche mit oder gestalten oder mitgestalten, ja, um das zu ändern? Also ich bin jetzt noch nicht so lange in der Musikbranche, seit Ende 2019. Darum ist mein Bild noch relativ positiv, aber ich habe schon negative Seiten kennengelernt. Darum kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Also ich weiß, dass mehr gemacht werden muss und wir noch lange an dem Punkt sind, wo wir sein könnten. Genau, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich auf diese Frage antworten soll. Voll in Ordnung. Lass uns noch kurz über deine Konzerte sprechen. Wer kommt zu deinen Konzerten und ja, wie nimmst du die wahr, also wie nimmst du wahr, wer so dahin, wer sich angesprochen, wer sich willkommen geheißen fühlt? Ich versuche auch immer eine Art Safe Space zu schaffen auf jeden Fall. Also sind alle Personen willkommen, die natürlich nicht sexistisch sind, nicht diskriminieren auf irgendeine Art und Weise. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich queere Personen sehe, wenn ich wirklich sehr viel Diversity auf meinen Konzerten sehe und weil das für mich dann auch so ein gutes Feedback ist, dass meine Musik
die Menschen wirklich sehr gut anspricht. Mhm. Nimmst du deine Musik irgendwie auch als so Empowerment wahr? Jetzt für dich selber oder auch für deine Zuschauenden? Schon. Also wenn ich so einen Song schreibe, ist es oft sehr persönlich am Anfang. Dann versuche ich es aber sehr universell ansprechend zu machen. Also dass es nicht nur meine persönliche Geschichte ist und und einzelne Leute können sich irgendwie damit identifizieren, weil ihnen das Gleiche passiert ist, sondern dass es wirklich, dass jede Person sich etwas daraus mitnehmen kann und sich empowered fühlen kann. Cool. Danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast. Ich wünsche dir Gerne. Ganz, ganz viel Spaß auf deinem Konzert. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Uns als Zuschauenden ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, das war es auch schon wieder. Toll, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch auch noch einen wunderkrassen Tag. Bis dahin.